Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Strike Force Kitty Last Stand. In der letzten Folge haben wir unser Team wieder ein bisschen sehr toll aufgerüstet. Wir haben hier jetzt richtig viele Fische, aber so richtig, richtig viele. Also da sollten wir auf jeden Fall keine Probleme mehr haben. Wir rüsten hier jetzt nochmal kurz um fast 200 Leben mehr auf. Und dann sollte Grünzilla auf jeden Fall kein Problem mehr sein. Ich hoffe einfach mal, dass wir heute wenigstens ein paar Naruto-Charaktere bekommen. Das war auch in der letzten Folge schon mein Ziel. Aber ist ja leider nichts draus geworden. Aber heute kriegen wir hoffentlich Sasuke oder so. Oder L. L haben wir auch schon gesehen aus Death Note. Ja, Death Note. Wäre auch ganz geil. Dann haben wir so einen geilen Taktiker bei uns drin. Hier könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr Death Note geguckt habt. Den Anime. Wenn ihr den nicht gesehen habt, dann auf jeden Fall nachholen. Ist sehr, sehr geil. Wollen, wenn ihr sowas mögt wie Detective Conan, dann sowieso. Obwohl Death Note sogar noch ein bisschen geiler ist. Bisschen geiler. Sehr, sehr geil. Gib mir jetzt den Piccolo. Ich wollte den schon in der letzten Folge haben. Ich krieg den Piccolo. Ja, ich habe Piccolo bekommen. Geilo. Piccolo ist garantiert ein Nahkämpfer? Was, echt? Okay, Piccolo ist ein Nahkämpfer. Wusste ich natürlich. Hä? Oder auch nicht? Wo ist Piccolo? Piccolo, bitte melde dich. Hä? Jetzt mal ehrlich, wo ist Piccolo? Oh, und wir haben Sheik schon bekommen. Oh, nice. Wo ist der Piccolo jetzt? Hallo? Piccolo, wo bist du? Da. 21 Verteidigung. Nehmen wir. Obwohl der andere viel geiler aussah, den wir davor da drin hatten. Alter, Piccolo ist ja voll der Verteidigungsprofi. Krasser Typ. Cool, wir haben Piccolo. Der hält mehr aus als die anderen. Und wieso kriegen wir gerade nur die ganzen braunen Fische? Man weiß es nicht so genau. Aber unser Fischvorrat ist so krass. Das steigt sowas von schnell. So, klar, das sollte auch kein Problem sein. Wieso greift der Piccolo nicht an, der Blödmann? Ah, jetzt. Was? Das zieht Piccolo trotzdem 250 ab? Ich glaube, das zieht immer so viel ab. Die haben nur einfach mehr Leben, ne? Die mit mehr Verteidigung. Ich glaube schon. So, da ist noch ein Naruto. Wir machen nochmal das. Ne, das bringt tatsächlich bei jedem zweiten Mal nur noch was. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich echt schade. Und wir haben noch einen glitzernden Naruto bekommen. Der könnte wahrscheinlich sehr gut sein. Oh, der heilt sich selber. War doch so, oder? Das war doch Selbstheilung. Chance to restore the health of the enemy attack. Oh, ach so. Hm. Finde ich jetzt aber gar nicht mal so geil. Nee, sorry. Sorry, Naruto, aber ich lasse dich erstmal noch in der Burg drin. Vielleicht eines Tages. Eines Tages kommst du dann nochmal raus. Wir haben noch einen Sheik bekommen. Das ist toll. Wir müssen unsere Burg beschützen. Unsere Leute haben aber noch recht viele Leben. Okay, da ist L wieder. Gegen Glargun haben wir schon gespielt, oder? Den nächsten Boss haben wir noch gar nicht gesehen, glaube ich. Okay, wir haben Zorro bekommen. Was kann Zorro denn Schönes? Na, Zorro ist gar nicht mal so geil. Schade. Ein bisschen Attacke, das noch. Oh, Majin und Vegeta. Der wäre natürlich auch geil. Haben wir aber, glaube ich, nicht bekommen. Schade. So ein Majin und Vegeta ist wahrscheinlich besser als ein normaler Son Goku. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Vor diesem Son Goku haben wir schon richtig lange. Den müssen wir auch mal irgendwann austauschen. Oh, ein Pikachu. Auch Son Goku ist natürlich auch geil. Aber so ein Super Son Goku wäre natürlich noch geiler. So ein Super Saiyajin Son Goku. So, jetzt sollte eigentlich ein Boss kommen, oder? Nee, immer noch nicht. Haben wir denn echt keinen besseren, außer diesen Son Goku? 7 Heilung? Wir kriegen einfach keine, der irgendwie Heilung macht. Aber ich glaube, irgendwas anderes ist da trotzdem besser. Wollen wir Sheik reinnehmen? Komm, wir nehmen Sheik rein statt Naruto. Statt Son Goku. Ist ja fast dasselbe. Das zweimal. Ist, glaube ich, ganz gut. Und wir haben eben noch irgendjemanden bekommen. Ich hatte hier eben noch irgendjemanden gesehen. Ach, wir haben ja sogar... Wir haben ja irgend so einen Super Saiyajin hier. Das ist ja auch interessant.
Den hier, 30%. 25%. Okay, dann kommst du jetzt da rein. Alles klar. So, uns geht auch halt leider auch der Platz aus. Kann man die eigentlich auch wegschmeißen? Ich glaube nicht. Wir brauchen ja auch jede Katze, die wir kriegen können. Gegen diese bösen Waschbären. Wer mag schon Waschbären? Unsere Verkleidungen sind viel cooler. Ich meine, wir haben Fleckmon und Glömander. Viele Fische wir bekommen. Das ist voll unglaublich. Ach, wir haben noch Sauron bekommen, ne? Okay, Sauron hat aber einen schlechten Effekt. Yo, macht der viel Schaden! Alter Bowser, hör auf! Au! Ach du Kacke! Hey, danke! Toll! Der hat uns einen Pilz gegeben und dadurch sind wir zum Frosch geworden. Geil! Und wir fressen ihn zweimal. Also Green Lantern scheint nicht so schlau zu sein. Aber dadurch gewinnen wir eigentlich Zeit, das ist eigentlich gut. Finde ich witzig. Okay, schade. Okay, schade, schade. Aber wir haben ihn fast geschafft sogar. So, 6 Sekunden. Verteidigung und Angriff. Wir nehmen einfach beides. Beides. Ich glaube, das ist eine gute Idee. 206 Schaden. Alter, ist der schnell gestorben. Krass. Bam, 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 bam. Okay, easy. Zweiter Boss. Bam, 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 bam. Easy. Wir kriegen richtig viele Fische. Oh Gott. Was soll ich mit so vielen Fischen? Die kann ja nicht mal ein Toothless essen. Wie viel kostet eine Erweiterung eigentlich? Okay, die sind jetzt richtig teuer. 7000, oha. Kann jetzt mal ein Sasuke kommen, bitte? Hallo, Glargoon. Warum eigentlich Glarfox? Man weiß es nicht. Okay, unsere Leute haben... Au! Schlägt sie nochmal nach. Ist schon tot und schlägt dann trotzdem noch unseren Fleckwohn. Au. Zwei blöd, Mann. So. Ein bisschen Angriff noch dazu. Ist, glaube ich, ganz gut. Wir haben halt zwei Musiker an unseren, auf unserem Schloss hier. Einmal Chic und einmal diese... Die da unten, so eine Sailor Moon-Frau, glaube ich. Oh, Machin Vegeta, gib mir den. Okay, soll das Zorro sein oder wer ist das? Man weiß es nicht, aber wir haben noch einen Zorro-Typen bekommen. Ganz toll. Du Frechdachs da hinten. Dich töte ich auch noch. Okay, ein bisschen Verteidigung. Ich glaube, Verteidigung bringt immer am meisten. Dann haben wir immer 200 Leben mehr. Ist schon krass. Aber die ziehen natürlich auch... Ja, die ziehen auch so 200 ab. Das heißt, wir halten dann nur einen Hit mehr aus. Naja. Aber ein Hit mehr ist besser als gar kein Hit mehr. So. Coon Baser. Der macht so viel Schaden. Das ist voll unfair. Aber wir kriegen so viele Fische durch den Kummer. Wir kriegen mal 1500 Fische. Okay, warte. Noch ein bisschen mehr Verteidigung. Könnten wir mit etwas Glück schaffen? Ja. Oh, es geht noch weiter. Verdammt. Okay, die werden wir nicht schaffen. Zorro ist einfach zu stark. Und SpongeBob natürlich auch. SpongeBob ist sowieso der Stärkste. Na wohl, wir haben unseren Typen, der Verteidigung hat. Recht viel. Okay, unser Verteidigungstyp ist tot. Mit ganz viel Glück kann das was werden. Mit ganz, ganz viel Glück. Oh, na. Oh, doch, wird was. Geil. Okay, Moment, dann... Nochmal das. Nochmal das. Geilo. Da, Sasuke! Und wer ist das mit diesem Breitschwert? Das ist bestimmt auch jemand richtig cooles. Ist der aus... Wie heißt denn das?
Fire Emblem? Oh, dann haben wir Sasuke. Okay, das ist jetzt mein Ziel. Ich möchte Sasuke haben. Sasuke ist jetzt mein Lebensziel hier. Aber sowas von. Gib mir Sasuke. Ich brauche ihn. Für mein Team. Okay, der hat ja gar nichts abgezogen. Wow. Okay, das heißt aber, wir müssen relativ weit kommen. Noch nach dem Bowser. Nach Kunbaser. Kunbaser. Dann kommt der Sasuke. Wow. Letztes Mal war die Sasuke schon richtig früh. Naja, man kann ja nicht alles haben. Aber wenigstens kommen die Bosse hier alle relativ schnell. Boah, klar, das besiegen wir jetzt auch schon richtig schnell. Ist krass. Ist krass, ist krass. Aber wir kriegen auch irgendwie nicht mehr viele Fische. Ab Kunbaser kriegen wir wieder viele Fische. So ein L hätte ich aber auch noch gerne. Wenn ich ganz ehrlich bin. Na, kriegen wir einen? Mm, ja. Geilo, Moment. Erstmal gucken, was der kann. 29 Verteidigung hat der. Okay, nehmen wir dich rein. Was haben wir denn sonst noch so? Meine lieben Freunde, wir haben einen L irgendwo. Ich weiß noch nicht, wo. Achtet auf den Kuchen. Wo ist der Kuchen? Gibt keinen Kuchen. Hä? Ist L ein Fernkämpfer? Tatsache. Okay. Dann nehmen wir ihn mal rein. Okay. L unterstützt uns auf der Burg. Sehr nett. Gut, L. Dann zeig mal, was du kannst. Was wirft der? Der wirft tatsächlich seinen Kuchen. Geil. Ach, L. Ich mag dich. Ich mag dich, L. Gut. Dann gleich noch Sasuke holen und dann bin ich glücklich. Da bin ich glücklich. Dann nur noch einen besseren Naruto und einen Sakura und einen Gaara und dann ist alles toll. Gaara ist ja mein Lieblingscharakter aus Naruto. Also wenn man den hier auch noch bekommen könnte, dann wäre das schon echt mega krass. Können wir noch was aufrüsten, bevor wir gegen ihn kämpfen? Ja, gut. Der zieht so viel ab, das ist schon fast... Ja, Fleckmon, ess mal dein Pilz auf. Ist schon fast unfair, wie viel der abzieht. Hör auf, den Leuten giftige Pilze anzudrehen. Blödkopf. Okay, gleich sind wir wieder bei Sasuke. Wir müssen nur an Zorro vorbei und diesem komischen pinken Etwas. Wir haben noch einen Zorro bekommen. Moment. Das muss ich nachgucken. Zorros sind ja meistens ganz cool. Yo, 34 Fisch. Okay, tut mir leid, Green Lantern. Aber ich habe jetzt Zorro. Der mag nämlich auch Fisch. Okay, jetzt Sasuke. Komm schon. Holt euch Sasuke. Das kriegt ihr hin. Los, Kittykätzchen. Okay, die schaffen wir noch. Nee, wir haben aber den mit dem Breitschwert bekommen immerhin. Und Sasuke! Yay! Okay, Sasuke bringt uns nichts. Und der andere auch nichts. Aber ich will Sasuke haben. Verdammt. Sasuke, warum hast du nur so eine Scheißfähigkeit? Okay, von denen kenne ich gar keinen, außer diesen Katze-Rope-Typen. Wow. Und diesen, den da hinten rechts, das ist der von Splinter Cell. Okay, so weit hinten kriegt man aber recht gut Fische. Guck mal, wie viele Fische wir... 250 für einen Typen, den wir vernichten. Oh, es gibt Kratos. Wie geil ist das denn? Und da hinten den Shinigami von der Frau. Oh, die verschießt Dads. Oh Gott. Oh nein, du kannst auch keine Dads verschießen. Die hätten Death noch dabei. Oh Gott. Okay, so ein Shinigami wäre natürlich auch geil. Oh, dann gibt es bestimmt auch noch Ryuk, oder? Guck mal. Das ist ein Shillock, oder? Ich glaube, das ist ein Shillock. Ja, der guckt etwas böser. Shillock hat ja immer so ein bisschen böser geguckt.
Shiki war da ganz lieb und nett und hatte immer eine geile Sonnenbrille auf und Shilock hat immer ein bisschen böser geguckt. So. Der konnte nicht einmal angreifen, what the fuck? Bam, 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 alle One-Hit. Okay, meine Leute haben alle noch volle Leben. Passt. Du blöder Panzer. Oh nein, der Panzer konnte dreimal angreifen. Verdammt. Dass so schnell schon Glarkun kommt. Oh, und sie zieht nur noch 125 ab. Achso, nee, hat sie auch vorher. Na gut. Na gut, na gut. Die Würfel haben 250 abgezogen. Okay, wer auch immer das ist, wir haben ihn bekommen. Geil. Freut mich. So. Okay, unsere Leute haben noch recht viele Leben und heilen sich auch gerade. Ist auch ganz nett. Margin Vegeta wäre auch ganz geil, wenn wir ihn mal irgendwie bekommen würden. Tun wir aber nicht. Schade, schade. Dann vielleicht Pikachu. Nö. Kein Pikachu für uns. Unsere Leute haben immer noch fast volle Leben. Finde ich gut. Ach, ein Buzz Lightyear ist das. Lol. Ein bisschen die Unendlichkeit oder viel weiter. So, können wir irgendwas aufrüsten? Ja, wir können sogar alles aufrüsten. Du. Auf 2,2% ist das schon. Die greifen richtig schnell an. Ach du Kacke. Alle 2,5 Sekunden. Ist nett. Ist nett. Der gibt so richtig viele Fische. Der hat sich gerade wiederbelebt, oder was? Ich weiß es nicht. Ist das ein Wiederbeleber? Nee, der heilt. Ach so. Okay. Oh, guck mal, der heilt sogar um 22. Dann kommst du leider weg. Tut mir leid. Aber wenn ich was Besseres habe, dann werdet ihr ganz schnell ausgetauscht. Haben wir hier vielleicht auch noch irgendwas Besseres bekommen? 29. Tja, tut mir leid, Sheik. Du musst leider weg für diesen hässlichen Typen. Wo auch immer der herkommt. Voll das Alien, der Typ hier. 2,1%. Ich bringe das mal auf 2 Sekunden. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich glaube, hier sind wir letztes Mal gestorben, oder? Oder einen danach. Und bisher haben wir sogar noch alle unsere Charaktere. Wie sollen wir den hinten rechts angreifen, damit der gleich wiederbelebt werden kann? Sehr gut. Los, rettet ihn ganz schnell. In 5,4 Sekunden. So, 2 Sekunden, sehr schön. So lassen wir das dann erstmal. Jetzt rüsten wir erstmal die anderen Sachen auf. Kratos hätte ich auch sehr gerne. Batman jetzt nicht so gern, aber Kratos wäre schon geil. Danke. God of War war nämlich auch richtig das geile Spiel. Habe ich sogar eine alle Errungenschaften bekommen auf der PS3. So Kratos, was kannst du denn? Was ist denn das, was du kannst? Ich weiß es nicht. A chance to create an hour on all the cats in the unit. Okay, dann können alle stärker angreifen. Wollen wir sowas mal reinnehmen? Komm, wir nehmen mal sowas rein. Statt ihm hier. So. Bisschen aushalten weniger, aber nicht so schlimm. Nicht so schlimm für uns. Oder vielleicht doch. Oh Gott. Wieso ziehen die so viel ab? Dafür haben wir Kratos. Jetzt sind unsere Leute vielleicht ab und zu mal stärker. Alter, Kratos hält ja gar nichts aus. Der ist eben gerade erst gekommen. Oh, guck mal. Der aus Sauron, der Typ. Der aus... Ach, Sauron. Herr der Ringe. Ich habe seinen Namen vergessen. Das ist auf jeden Fall der Böse. Der Weiße hier mit dem Bart. Und wir haben den Assassin's Creed ausgeschalten. Nice. Gut. Gut, 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 gut. Bringen wir das nochmal auf 5%. Auf 5 Sekunden. Los, Kratos. Verstärkt meine Leute. Okay. Boss nach dem Boss. Sehr schön.
Ich glaube, ich konzentriere mich jetzt mal auf den hier. Das dauert mir noch zu lange mit den 7 Sekunden, dass irgendeine Special-Fähigkeit hier aktiviert wird. Vorhin haben wir ja so gute Special-Fähigkeiten. Da wäre das schon eigentlich good style, wenn das schneller kommt. Oder was macht... Ich habe keine Ahnung. Was steht denn da eigentlich? Increase chance to steal clothes and the chance to execute kittens. Ach so. Ah, dann... Ach so, wenn das aktiviert ist, dann holen wir uns öfters die Kleidung von den Gegnern. Aha. Auch gut zu wissen. Oh Gott, ich bin voll süchtig nach diesem Spiel. Ich mag das richtig gern. Oh Gott. Okay, wir haben gerade die Chance, dass wir Buzz Lightyears Kostüm kriegen. Los, holt es euch. Kriegen wir ihn? Nein, kriegen wir nicht. Schade. Okay, warte. So. Genau, Kratos ist wichtiger als Phlegmon. Los, Zorro. Vernichte ihn. Nein. Er hat den Pilz gegessen. Oh Gott. Okay, ich glaube, Kratos ist aber gar nicht mal so gut. Ich habe auf jeden Fall noch nicht gesehen, dass er seine Fähigkeit irgendwann mal eingesetzt hätte. Aber zumindest wurden wir eben kurz geheilt. Das ist recht nice. Und werden schon wieder geheilt, wie es scheint. Yay, wir haben Matschipsen bekommen. Toll. Okay, Moment. Okay, Heilung. Heilung ist immer gut. Ich kriege voll auf diesen Heilungseffekt. Vielleicht sollten wir auch mehr Heilungstypen reinnehmen. Aber dann kriegen wir nicht mehr so viele Fische. Okay, wir haben Batman bekommen. Was kann Batman denn Schönes? Kann Batman überhaupt irgendwas Schönes? Ist Batman schön? Man weiß es nicht. Wir haben auch 2 Sasukes. Wo ist denn Batman? Batman ist ja wohl ein... Hallo? Als ob Batman kein Nahkämpfer wäre. What the fuck? Na gut, egal. Was auch immer. Wir holen uns das und das. Los, hol dir Shylock. Schnapp sie dir alle. Wir haben gerade die Chance dazu. Schnell, ihr müsst die Shylocks töten. Danke. Kriegen wir den? Nö. Aber wir haben Heilung wieder bekommen. Ich glaube, ich packe gleich statt Kratos nochmal mehr Heilung rein. Bin ich mir aber noch nicht so sicher. Kann es sein, dass wir das schon wieder nicht schaffen hier? Oh nee, Kratos, töte sie. Okay, das schaffen wir sogar noch. Nice. Verteidigung, das du nochmal. Okay, da haben wir doch einen Heiler. Den packen wir für dich da rein. Und statt Kratos packen wir hier auch nochmal einen Heilungstypen rein. 20%? Wer bist denn du? Irgendein Jedi-Ritter? Okay, statt Kratos ein Jedi-Ritter. Warum nicht? So, der Jedi-Ritter ist ja auch immer nett. Und der Jedi-Ritter ist tot. Verdammter Jedi-Ritter. Ach, der Jedi hat verloren. Okay, hallo, Consila. Oh, ich bin Consila, ich kann dich mal angreifen. Oh, ich bin Kuntank. Ich greife wahrscheinlich 2-3 Mal an und dann bin ich auch tot. 1, 2... Nö, nur 2 Mal, alles klar. Die sollten auch alle One-Hit sein. Jo, easy peasy. Glakun, auch kein Problem für uns. Greift allerdings recht stark an. Der Blödmann. So, wir müssen eigentlich nur diesen Bowser-Typen halt recht schnell töten. Dann sollte das alles kein Problem sein.
Wenn dieser Bowser-Typ nämlich nicht allzu viele Leben abzieht, jetzt bin ich mal gespannt. Ist Pikachu ein Nahkämpfer? Ja. Dann ist die Chance doch recht hoch, dass wir recht weit kommen. So. Jetzt, komm, ihr habt alle volle Leben. Besiegt den einfach mal ganz schnell. Oh, guck mal, wie viel. Der hat fast den Jedi-Ritter allein ausgeschalten, ey. Mit einer Attacke. Ja, jetzt hat er ihn ausgeschalten. Geil. Kacke. Die zweite Attacke hätte nicht sein müssen von dem. Egal, wir kriegen den ja recht schnell wieder. Da, hallo Jedi-Ritter. Jetzt heilen wir meine ganzen Leute. Wäre ganz schön. 30.000. Nehmen wir mal dich und dich. Okay, die haben alle recht gut Leben und werden gerade noch geheilt. Fleckmann ist wahrscheinlich gleich tot. Jupp. Aber wird ja recht schnell wieder belebt. Der sollte also uns nicht aufhalten. So, okay, nice. Den Shinigami hätte ich gern. Komm her, du Shinigami. Komm her. Okay, sieht recht gut aus. Unsere ganzen Leute leben noch und werden die ganze Zeit geheilt. Hier hatten wir, glaube ich, letztes Mal verloren, oder? Gegen diese Shilloks? Oder vielleicht auch erst in denen rauf? Man weiß es nicht. Aber ungefähr hier immer. So, und wir haben den Shillok bekommen. Cool. Was kann denn der schöne Shillok? Als wenn... Shillok ist auch ein Fernkämpfer? Ja. Okay, der kann auch nichts Geiles. Vielleicht brauchen wir an der Front nochmal irgendwas, was heilt. Ich glaube, diese Heilung ist ganz geil, aber dann würden wir halt weniger Fische bekommen. Aber ich glaube auch, dass wir viel zu viel Fische da vorne drinne haben an der Front. Komm, wir nehmen nochmal eine Heilung statt den Fischen hier. Jetzt haben wir auch zu viel Heilung irgendwie, ne? Hm, 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 hm. Vielleicht oben auch nochmal irgendwie eine Heilung? Oh, hier haben wir noch einen 31er Fische. Können wir auf jeden Fall mal reinnehmen. Und das. Nee, Peter Pan. Ich dachte schon, das wäre Link. Aber die sehen ja auch fast gleich aus. Okay, wir kommen recht weit. Also diese Perma-Heilung, die wir hier gerade haben, ist recht geil. Haben wir ja fast wirklich die ganze Zeit. Okay, der Jedi-Ritter ist tot, schade. Okay, die ziehen recht viel ab. Soll das der Terminator sein oder was? Alter, die machen echt richtig viel Schaden. Kacke. Boah. Nehmen wir das. 4,6 Sekunden, sehr schön. Die Sache ist halt diese... die Wiederbeleber-Typen. Die kommen erst zum Einsatz, sobald irgendwas tot ist. Und deswegen bringen die nicht die ganze Zeit was. Wohingegen die ganzen anderen Sachen, die wir haben, halt die ganze Zeit was bringen. Okay, sollten wir vielleicht auch noch schaffen? Nee. Didi. Da war der Gadget-Inspektor ein bisschen zu stark für uns. Okay, ich glaube, ich mache das nochmal. 4,4 Sekunden. Aber so langsam werden wir echt richtig stark. Also eventuell schaffen wir in der nächsten Folge schon das Ende. Und irgendwie merkt man das gar nicht richtig, dass wir weniger Fisch bekommen, oder? Vielleicht ein bisschen. Aber wir kriegen natürlich auch, umso weiter wir kommen, mehr Fische. Vielleicht wäre das besser, wenn wir nicht die ganze Zeit hier nur Fische nehmen, sondern wirklich mal auf Heilung gehen. Oder auf irgendwas anderes. Was haben wir denn sonst so? Hier 17% Heilung statt den Fischen. Nehmen wir einfach mal. Und da unten könnten wir eigentlich auch nochmal irgendwie... Ja, weiß ich auch nicht. Was bringt denn was? Wollen wir da Sasuke reinnehmen mit 11% für so ein
Meteorangriff? Na komm, nehmen wir Sasuke rein. Statt ihn hier. Wer auch immer das war. Damit wir mal einen Sasuke drin haben. Sasuke sieht übrigens sehr ähnlich wie der L hier oben. So, aber dann haben wir wenigstens ein bisschen mehr Schaden. Zwar nicht mehr so viele Fische, aber mehr Schaden. Ob sich das auszahlt, wird man sehen. Wird man sehen. Hoffentlich greift er kein zweites Mal an. Okay. War noch okay. War noch gut. War noch gut. Alles okay. Ich bin mal gespannt, wann Sasuke seinen ersten Meteor... Da ist ein Meteor gewesen. Hat allerdings, glaube ich, nichts getroffen. Wow, Sasuke, du bist der Beste. Ich frage mich halt, was diese Einzelheilung bringt. Ob das instant ist? Chance to restore the health of all cats. Ob das instant ist? Wahrscheinlich, oder? Ich glaube, das ist dann Instant-Heilung. Aber dann nur für eine Katze. Und diese drei Kreuze sind halt für alle Katzen, glaube ich. Okay, aber durch weniger Fische kommen wir gerade, glaube ich, weiter als eben. Also machen schon mehr Schaden. Okay, wir haben es dann Fischer bekommen. Und jetzt holen wir uns den Shinigami. Jetzt schauen wir uns den Shinigami. Boom. Geil. Ich sehe immer nur die Meteoriten einschlagen, wenn alle schon tot sind. Sehr gut, Sasuke. Sehr gut. Du hast voll das Timing draus. Draus, raus, Maus, Maus, Schnaus. Okay, wir kommen aber gerade echt recht weit. Guck mal, die haben noch... Oh, wow. Der hat endlich mal einen Meteor getroffen. Sehr gut, Sasuke. Dein erster Meteor, der getroffen hat. Schon wieder. Okay, aber macht da recht häufig. Finde ich gut. Hier haben wir, glaube ich, letztes Mal verloren, oder? Aber diesmal nicht. Unsere Leute haben alle noch fast volle Leben. Der Meteor macht doch recht gut Schaden. Aber der trifft aber nur einen, oder? Ein bisschen schade, dass er nur einen trifft. Aber ist okay. So. Schnellere Heilung. Bisschen mehr Verteidigung. Halten wir zwei Hits mehr aus. Ne, hier haben wir letztes Mal verloren. Gegen diesen Gadget-Inspektor da hinten. Und die Meteoriten treffen doch öfters. Ich glaube, die treffen mehrere. Okay, wir gewinnen durch Sasuke. Geil. Okay, jetzt werden wir wahrscheinlich verlieren. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ist der denn, Sasuke produziert ganz viele dieser komischen... Der produziert echt richtig viele von denen. Der lässt die ganze Zeit Meteoriten hier rumfallen. He's nice. Nein, nein, nein. Hier, die Ritter. Du musst sie besiegen. Oder so lange noch leben, bis der andere lebt. Okay, gut. 4 Sekunden. Okay. Ja, jetzt werden wir verlieren. Gegen Daisy. Ja, verdammt, nee. Doch, heißt die Daisy? Nee, wie heißt denn die... Die weibliche Mickey Maus? Wie heißt die denn nochmal? Minnie Maus. Gegen Minnie Maus. Haben wir leider verloren. Gut. Aber die Folge ist auch schon wieder über 30 Minuten lang. Ich finde, die Zeit geht richtig schnell vorbei bei diesem Spiel. Das ist heftig. Okay. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich glaube, nächstes Mal ist schon das Ende. Also ein, zwei Folgen werden das noch werden. So lange soll das Spiel nämlich, glaube ich, auch nicht gehen. Aber mal schucken. Wir schucken mal. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich würde mich über eine Bewertung freuen, egal ob positiv oder negativ. Und dann bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss.